Okay, also die Kommandantin ist eine Schlampe. Ist schon mal echt cool zu wissen. So, geht noch weiter. Eine Sekunde. So, wir müssen doch eigentlich nochmal zu Amanda. Wiese? Das haben wir noch vergessen. Na, nicht Maus. Ich habe die Maus in die Hand genommen. Wiese? Anemone, genau, sowas. Hör mal, Anemone. Ich habe hier ein Paket für dich von einer Maschine namens Pascal. Ein Treibstofffilter? Ah, perfektes Timing. Unsere wurden schon knapp. Moment mal, ihr habt Pascal getroffen? Ja klar. Du stehst also mit den Maschinen in Verbindung? Nur mit denen im Dorf. Die sind total harmlos. Und sie können im Gegensatz zu uns auch extrem komplizierte Geräte herstellen. Zum Ausgleich versorgen wir sie mit Öl und anderen Materialien. Ich schätze, man kann das als eine Art Handel bezeichnen. Ich verstehe. Wie auch immer, wenn ihr wieder zurückgeht, bringt Pascal doch bitte dieses hochviskose Öl mit. Viskoses Öl, jawohl. Okay, die handelt also mit Maschinen. Aha, ob das der Kommandantin gefällt, das glaube ich nicht so. Und in. Kurz her. Oh, wie spät ist das eigentlich? Oh, ist schon 3:30 schon wieder, egal. Ein bisschen spielen wir noch. Na, Tobi ist auch schon müde. Aber was soll's, interessiert mich nicht. Du hast zur Renneule. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir im Materiallager. Das sind auf jeden Fall Feinde, die. Denn das Rebellenlager ist hier mit der Feindmarkierung jetzt. Wo ging es ins Materiallager? Ich glaube, hier hinten. Sind wir ja vor uns nicht reingekommen. Jetzt kann ich mit dem reden, wenn der vorne ist. Meine Aufgabe ist es, die Fracht im ganzen Lager zu prüfen und der Materiallager zu checken. Die fehlenden Materialien werden von den Zuständigen der Gebiete vermerkt und hier zusammengefasst und weiterverwaltet. Okay. Geht klar. Du bist also ein Lagerist. Sag das doch einfach. Hüpp, hallo. Ne, geh um die Ecke. Ja, retard. Verwalter. Ach, warum kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken? Aber über was nachzudenken? Uha, was, wer seid ihr? Wir gehören zur Jora. Anemone sagte uns, dass wir uns hier einrichten sollen. Ach gut. Also worüber kannst du nicht aufhören nachzudenken? Ach, es ist nur, eine meiner Freundinnen hat eine Dose, die Musik macht, wenn man sie öffnet. Und ich bekomme dieses Lied nicht aus dem Kopf. Das Lied ist so wunderschön. So etwas habe ich noch nie zuvor gehört. Und noch schlimmer ist, ich kann mich nur an den ersten Teil des Liedes erinnern. Ach, das macht mich verrückt. Ich wünschte, sie würde einfach zum Lager zurückkommen, damit ich mir das verdammte Ding noch einmal anhören kann. Okay, ja, wir suchen danach. Ja, aber wenn wir ihnen nicht helfen, wird sie ihre Arbeit niemals erledigt bekommen. Eine Dose, die Musik macht? Seltsam. Analyse, wahrscheinlich handelt es sich um eine Spieluhr, vermutlich dort zu finden, wo Musik gespielt wird. Okay. Vorschlag, der örtliche Vergnügungspark wäre ein sinnvolles Suchgebiet. Das ist aber eine komische Logik, Pot. Ja, finde ich auch. Aber hey, wir können es ebenso gut probieren. Wir haben ja sonst keine Hinweise, dem wir folgen könnten. Ja, ist wirklich ein sehr komischer Hinweis, aber ich nehme an, dass das so... lässt sich nicht öffnen. Ja, ja klar, aber wir müssen hier rein. Wir müssen doch im Lager nach der alten suchen, nach dem Kunden da. Oh, red doch mal mit dem Verwalter. Habt ihr die Spieler gefunden, nach der ich gefragt hatte? Nee. Aber das sollst du mal hier reinlassen. Hä? Nochmal mit dem Kunden reden hier vorne.
Auf, hey, nicht so schnell. Wer war das? Hier, genau. Mal wieder einsammeln. Sie war das, genau. Ich habe seit kurzem ein komisches Gefühl in der Brust. Was kann das sein, hä? Nee. Naja. Hä? Oder? Ah, wir können es ja nachlesen. Nee, Aufgaben hier. Ja. Aktive Aufgaben. John Pauls Melancholie. Was? Ein Mädchen in Pascal Sof hatte erzählt, dass John Paul im Vergnügungspark und auch in den Wüsten Anhängern hat. Findet diese beiden Fans, bringen sie die Geschenke der Mädchen zu John Paul. Ja. Verlorenes Mädchen, du wurdest gebeten, die kleine Schwester einer Maschine zu finden. Scheinbar ist sie in die Wüste gegangen, um Ersatzteil zu suchen. Findet sie. Ja, das. Wir müssen eh in die Wüste und in den Wald. Passt, ja. Die Bitte der Verwalterin. Die Managerin des Widerstandslagers hatte zuletzt einige persönliche Probleme, kann sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren. Finde ein Kästchen, das Musik macht. Ja, das ist auch im Vergnügungspark. Die Tür zum Lagerraum ist fest verschlossen und du kannst nicht hinein. So, wir haben praktisch den ersten Teil schon abgeschlossen. So, das haben wir auch noch nicht gemacht. Wo müssen wir dahin? Kannst du verlassen Fabrik? Okay. Aber Widerstandsverschwinden? Wir hatten uns die Aufgabe gegeben. Beziehungsweise eigentlich müssen wir doch auf der Karte eine Info dazu sehen. John Pauls Melancholie, bitte der Verwalterin. Ist gar nicht hier drin, oder? Nee. Wir sind doch ganz woanders, wir sind doch hier. Wo ist das? Auch nicht hier drin. Ist hinten im Lager? Ne. Na bestimmt von außen jetzt hin. So, das heißt, wir müssen im Vergnügungspark und in die Wüste. Für die Wüste werde ich aber ein Tier mitnehmen dann. Transmitting to us directly. Now do you believe we're not a threat? Your mouth can say anything it wants, but you still don't have a heart. I suppose that's technically accurate. Yes, well, you're free to visit our village whenever you like. Yeah. Pascal kann uns jetzt also anrufen. Gut zu wissen. Geht's nicht lang? Mal einen Weg hier lang finden. Ach, ein Büsch gerannt hier. So, hier mussten wir ja unten lang. Wo kann man da raus? Kurz auf die Karte gucken. Da kommen wir. So, bitte der Verwalterin, okay. Also 11b müsste dort sein. Ist ja das Dorf? Ja. Na gut, dann gehen wir mal erstmal die Bitte der Verwalterung, wenn wir eh schon hier sind. Verwalterin, nicht Verwalterung. Quatsch. Und lauf. Geht das hier drin? Hier tropft das Wasser von der Decke.
Die geht. So. Nee, jetzt im Wald. Hä? Doch, hier lang. Mal geradeaus. Na gut. Boah, jetzt geht die geile Musik gleich wieder los. So fett. Hallo. Oh Gott, das ist doch definitiv ein Fan, so wie die aussieht. Maschine mit Raum, ja, wie jeden. Hallo, kennst du eine Maschine namens John Paul, die hier im Dorf lebt? Meister John Paul ist ein geheimnisvoller Gentleman. Fast könnte man ihn sogar als suspekt bezeichnen. Dennoch ist er zugleich höchst faszinierend. Suspekt und faszinierend. Nein, nicht faszinierend. Genau, und ich weiß genau das richtige Geschenk für jemanden, der auf diese Beschreibung passt. Ihr werdet es ihm doch bestimmt auf die Stelle bringen, nicht wahr? Ich werde nicht zulassen, dass diese schreckliche Mädchen aus der Wüste sich in unsere Liebe einmischt. Schönes Glas, okay. John Paul kriegt ein Glas. Okay, das heißt, die letzte ist in der Wüste. Wie kommen wir an die Kiste hier drüben ran? Von da oben bestimmt. Das heißt, wir müssen hier durch die Tür. Wo war die Tür? Ein Stück weiter vorne. Wow, dieser Soundtrack ist so geil. So, klar, hier einfach. Lol. Hey, wer liegt da? Music box she was looking for? Man, this thing is all rusted over. Look, a corpse. You think the box belonged to her? Poor girl died a long time ago by the looks of it. Let's bring this back to her friend. Okay. Und das heißt, wir haben jetzt die Spieluhr. In Pascalsdorf gibt es eine Aufgabe auf dem Weg. Von Paul noch eine Aufgabe. Achso, und Hauptmission geht auch dorthin. Also gehen wir ins Dorf, würde ich sagen. Klingt am vernünftigsten. Licht an, Kollege, ja. Ich will ausmachen. Falsche Richtung, ja. Geil. Wie lang? Wir hätten natürlich auch den kurzen Weg gehen können. Was egal. Ich will mal probieren, wie schnell sind wir, wenn wir so eine Temposalbe benutzen? Nein, welche Taste war es denn jetzt? Ach ja. Temposalbe groß für 30 Sekunden. Temposalbe klein für 15 Sekunden. Ja, mal so eine. Okay. Krass. Das ist ja nicht mal Rennen hier. Oh, krass. Ein Sprung verpasst. So. Wo ist jetzt die Aufgabe, die es noch gibt? Aufgabe. Oh Gott, der hat einen Bart und eine Brille aufgemalt. Das ist einfach so übel. Forschermaschine. Ja, geht klar, ne? Ich trinke erstmal einen Schluck. Nicht sagen. Sie haben von einem genialen Erfinder gehört und sind schnurstracks hergekommen, um mich zu sehen. Stimmt's? Bestimmt.
Da bin ich mir sicher. Ja. Immerhin bin ich das Genie, dessen Namen allein schon die Erde zittern lässt. Herzukommen und mich nach Rat zu fragen, beweist einen scharfen Verstand und ein tapferes Herz, ja? Nun, wenn Sie ein wenig in meine Arbeit investieren, dann erfülle ich, was auch immer Ihnen in den Sinn kommt. Und möchten Sie in meine Arbeit investieren? Ja, der hat bestimmt was Cooles für uns. Narrenfinder, okay. Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut. Und ganz unter uns, wenn Sie genug investieren, dann bekommen Sie im Gegenzug gewisse Dividende. Da bestimmt irgendwas, was er erfunden hat. Also gut, was möchten Sie investieren? Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Kann ich ins Menü hinein? Ich würde sagen, wir fangen mal mit 2,5 an. Ich gehe klar mal auf 5. Komm. Sehr klug, sehr klug. Ein geschickter Investor weiß, dass er zuschlagen muss, solange das Eisen noch heiß ist, wie? Unsere fruchtbare Zusammenarbeit sehe ich mit Freuden entgegen. Absolut. 2 Tage später. Das ist bestimmt abgezockt. Eureka, ich habe es geschafft. Sollen sich Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen. Gegenstand erhalten. Kupfererz. Oh Gott. Oh. Er hat uns abgezockt. Scheiße. Rostiger Klumpen. Aber es gibt noch mehr. Defekter Schaltkreis. Ich glaube, den brauchen wir sogar. Niederangriff plus minus Chip. Okay, was ist das? Mittlere Erholung. Doch leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Wären Sie bereit, erneut in meine Mühen zu investieren? Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Scheiße. Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich mir kaum zugetraut. Also gut, was möchten Sie investieren? Sagen wir 500. Tausend Dank für Ihre Investitionsbemühungen. Allerdings reicht das Budget noch nicht aus. Daher kann ich die versprochene Materialdividende noch nicht auszahlen. Falls Sie eine weitere Möglichkeit für gemeinsame Geschäfte sehen, lassen Sie es mich wissen. Ja. Wie viel haben wir denn? Ich glaube, wir können bei dem was richtig Cooles abgreifen. Geldmittel. 17.000. Ich glaube, wir müssen dem wirklich die 20 in den Rachen schieben. Scheiße. Wir haben schon 5er. Wir haben derzeit in Höhe von 5.500 Gold in mich investiert. Wären Sie eventuell bereit, in die Erfindung der größten Genies der Welt zu investieren? Ne, jetzt nicht. Ach, bitte, Sie beschuldigen mich, ein abfälliges Geräusch in Ihre Richtung gemacht zu haben? Schrecklich. Das würde ich niemals tun. Immerhin bin ich nichts ohne sie, nicht wahr? Okay. Also wenn wir ein bisschen mehr Gold haben, müssen wir auf jeden Fall nochmal bei dem hier vorbei. Wir müssen hier lang. Ich wette, wenn wir dem genug Kohle in den Rachen schieben, hat er was richtig Fettes für uns. Speicher möglich. Jo, du bist bloß der Wächter, ich weiß. Wir müssen zu Pascal und zu John Paul. Wir gehen erstmal zu John Paul. Nein, ja, genau. Eule, also richtig gemacht. Ey, da liegt einer. Körper, Rajan, Raja. Ein unerfahrenes Kontakt kann Feinde besiegen. Hier gibt's keine Feinde. Ich glaube wirklich, also entweder, 500 Gold, sehr schön. Entweder bescheißt Square Enix hier mit ihrem Online-Modus oder die legen Leute, die irgendwo fallen, einfach in meinen Weg. Und das kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären, dass hier Leute liegen. Hier liegt schon wieder jemand. Weil hier stirbt niemand. Hier wehrt sich kein einziger Gegner wehrt sich hier. Hallo John Paul, hast du einen Moment Zeit? Momente sind vergänglich, man kann sie nicht besitzen.
Ein verstrichener Moment ist ein verlorener Moment. Ein Symbol apathischer, unbeschränkter Untätigkeit. Die könntest du vielleicht einfach dieses Geschenk annehmen. Ein Geschenk? Lass mich mal sehen. Ja, bitte. Ah ja, faszinierend. Die Maschine, die es uns gab, sagte, du seist sowohl suspekt als auch faszinierend. Anscheinend ist dieses sogenannte Geschenk lediglich ein Stück schmuckloses Glas. Daher kann ich nur mutmaßen, dass, sollen wir der Frau, die es dir geschenkt hat, eine Nachricht überbringen? Für ein läppisches Belanglosigkeit? Nein. Also gut. Lass uns gehen. Was? Das heißt, wir müssen jetzt bloß noch das in der Wüste finden. Wir müssen ja eh in die Wüste, da haben wir zwei Sachen zu erledigen. So, bevor wir mit Pascal reden, muss ich mir noch mal kurz die Nase schnauben. Sofort wieder da. So. Ach, ihr habt mir hochviskoses Öl mitgebracht? Anemone ist so freundlich und verständnisvoll. Wenn nur alle Androiden und Maschinen so friedlich zusammenleben könnten, das wird nie passieren. Retard hat die Fresse. Vermutlich nicht. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch noch ein paar andere Maschinen helfen könntet. Hä? Was jetzt? What's that noise? 2B, this is an emergency transmission from the bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All your high units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low, but I hope you will nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. Hey, das ist gar nicht Pascal, der da anruft. Die Kinder des Dorfes müssen beschützt werden. Pass du auch auf dich auf und handle nicht unvernünftig. Wir gehen den fucking Goliath angreifen. Jetzt sollen wir da nicht unvernünftig sein, wir müssen ja lang. Wir sind ja hier runter. Lauf! Oh Gott, wir speichern auf jeden Fall. Und wir müssen im Shop. Wir müssen auf jeden Fall zum Shop. Wir brauchen noch mehr Medis. Bevor wir zu einem Goliath gehen, brauchen wir auf jeden Fall Medis. Haben wir noch was im Posteingang eigentlich? Nein. Hier war doch ein Shop. Hier war ein normaler Shop. Alles wird gut. Kleine Erholung. Davon haben wir jetzt 19 Stück, also nehmen wir noch einen. Oh, nee. 8000 können wir sogar leisten. Einwillig. Mittlere Erholung machen wir mal auf 10 voll. Ach. Gibt's doch große Erholungen hier? Nee. Okay. Geil. So, können wir unsere Waffe upgraden? Wir können mal gucken. Der die Maschine im Park verkauft er. Wir sind im falschen Shop, oder?
Affenhändler, genau, zu dem wollen wir. Sag schon, die Maschine im Freizeitpark, genau. Die verkauft ja Ressourcen. Das heißt, wir bräuchten gedehnte Spule und Pyrit. Titanlegierung und verbeulte Platte. Also, verbeulte Platte, Titan, gedehnte Spule, Pyrit. Aber das kann ich mir merken. Das heißt, wir gehen jetzt von hier aus mal in den Freizeitpark. Das heißt, wir nehmen am besten den Weg, den wir gekommen sind. Da müssen wir ja durch den Park. Hey, das ist der falsche Weg. Und dann lassen wir direkt in die Ruinenstadt kommen. Hä? Ach, wir dürfen nicht woanders hin. Komm schon. Wir fangen jetzt nicht von vorne an, oder? Das wäre jetzt schon ein bisschen mies. Das Teilsdorf Ende HW. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Boah, sehr schön. Okay, das heißt, wir müssen direkt ins Dorf. Na gut. Boah, diese Mucke, so geil. Oh, hier liegt was. Krass, das ist übelst der Nebel. Gott, ich will da nicht raus. Tiere rennen schon wild rum, okay. Wieso ist hier ein scheiß Goliath in der Ruinenstadt? Wir jetzt leider mal speichern, wenn wir eh schon hier sind. Dann brauchen wir dann nicht so weit laufen, wenn wir gestorben sind, was von der Pro passieren wird. Da oben das Baum. Baum. Oh Gott. Scheiße. Wieder so einer. Kommen wir durch? Bitte, 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 komm, lass uns hier durch, ja. Hä? Komm mal die Karte.
Wir müssen hier nach links. Also zurück. Und dann rechts rum geradeaus. Okay. Hä? Ah, nicht speichern, Kappenmodus. Kommen wir dahin, wo wir hin sollen? Scheiße. Ach! Was ist denn das? Wie komm ich dahin? Achso, vielleicht über den Baumstumpf. Moment! Pflanzensaat brauchen wir auch, sehr cool. So, wo ist jetzt? Was ist jetzt genau? Vor uns und ein bisschen rechts. Ja, müssen wir trotzdem alles schön sammeln. Hey, hier waren wir doch gerade. Oder? Hier auf dem Gebäude. Wie kommen wir da hoch? Ach, das ist doch das Gebäude vom Anfang. Hier ist eine Leiter, oder? Gibt es hier nicht eine Leiter bis ganz hoch? Das ist ein anderes Gebäude. Ja, doch, hier ist die Leiter, aber gab es ja auch Treppen? Haben wir das übersehen am Anfang? Gibt es eh nicht sehr weit nach oben. Okay, also müssen wir die Leiter nehmen. So, jetzt geht's ganz ein Ticken nach oben hier. Komm, spring! Spring, Eule! Spring! Dann gleich mal gucken, dass die Platte nicht voll läuft. Ich glaube, so weit hoch muss man gar nicht, oder? Nee. Mussten, glaube ich, irgendwie ein Stockwerk vorher raus. Na. Na, nicht, Mann. Wo ist es denn? Hä?